Ja, hallo Freunde, da bin ich mal wieder. Also ich bin jetzt heute hier zu Fuß in Oms unterwegs und ja, ich laufe schon eine ganze Weile rum. Ich habe auch die offizielle Genehmigung, dass ich in diesen Vierteln filmen darf. Und also falls wieder jemand fragt, jemand ganz Schlaues ist, nein, ich darf filmen. Ich habe dazu auch zwei Offiziere zur Seite gestellt bekommen, weil es hier, wie man mir erzählt hat, immer noch Schläferzellen gibt, die ja, darauf aus sind, ja, Leute zu entführen. Und also so wurde es mir jedenfalls gesagt, und ich sollte mich in den Gebieten, in diesen Außenbezirken, nicht alleine bewegen. Und wenn, dann nur in der Gruppe. Aber ich habe ja zwei ja, Offiziere bekommen, und mit dem fahre ich hier durch die Gegend. Mache hier so zwischendurch meine Videos. Sie haben auch gesagt, überall, wo ich filmen möchte, kann ich filmen. Ich soll nur Bescheid sagen, dann halten sie an und dann steigen wir aus. Und ja, das haben wir jetzt gerade mal einmal gemacht. Ich will auch gar nicht so viel dazu sagen. Ihr seht es selber. Ich habe mich mit so vielen Leuten hier in diesem Viertel schon unterhalten. Es ist wirklich so, die Straßenzüge sind teilweise ja, nur kaputt und zerstört, aber es sind dazwischen auch überall schon, ja, die Leute, das sind ihre Häuser. Sie renovieren in dem ganzen Kaputten, machen ihre Häuser wieder neu. Ich habe auch heute einen gesehen, der verputzt seine Wände. Und ja, es ist traurig mit anzusehen, aber es ist wirklich, ich habe auch mit denen gesprochen und gesagt, ja, was sollen wir machen? Es ist unser Haus und wir wollen es eben halt wieder herrichten. Es sind auch sogar schon Geschäfte wieder in den kaputten Straßen dabei. Also es ist, sie sind hier wirklich ganz, ganz toll dabei und lassen sich nicht unterkriegen, und das finde ich eben halt relativ toll. Also was heißt relativ toll, ist vielleicht blöd, aber mir fehlen irgendwie so ein bisschen die Worte. Ich habe heute so viele tolle Gespräche gehabt. Also ich werde nochmal ein extra anderes Video machen, einen anderen Post, wo ich vielleicht besser vorbereitet bin, aber es war heute wirklich ja, ziemlich emotional, und es war ganz schön, das alles mal so zu sehen und wie es auch vorangeht. Aber ihr seht, die Zerstörungswut hat nicht mal vor den Moscheen Halt gemacht. Selbst die Minarette sind zerstört, ihr seht es im Hintergrund. Und ja, aber gut, ich werde das mal weiterfahren, schauen, was wir weitersehen. Also erst einmal bis hierhin, alles Gute.